Gut, ja, dem Vicky Czada, hier auch ansässig mit seiner Kanzlei in Wiesbaden, dem vertrauen wir unsere IT-Rechtsfragen an und entsprechend, ich hatte es schon erwähnt, letztes Jahr im Rahmen der DSGVO sind wir quasi überrannt worden mit Fragen zu diesem ganzen Thema und aufgrund dieser Häufigkeit, in der die Fragen auch einfach kommen, haben wir uns gefreut, dass der Vicky heute Abend mit dabei ist oder freuen uns auch weiterhin. Das ist ein bisschen das Thema, wie sieht es denn aus mit Datenschutz und der Google Cloud? Darf ich das denn alles überhaupt nutzen? Dass er das Thema ein bisschen beleuchten wird, uns da ein paar Einblicke gibt. Ja, auch ein herzliches Willkommen meinerseits und vielen Dank an die Vorredner für die sehr interessanten Vorträge. Da werde ich sicherlich auch nochmal hier an der einen oder anderen Stelle Bezug nehmen können. Ich habe direkt mal zum Einstieg ein Zitat für euch, das im Internet kursiert. Der Verfasser möge es mir verzeihen, ich habe seinen Namen auf der Stelle nicht gefunden. There is no cloud, it's just someone else's computer. Ist natürlich sehr stark verkürzt. Wir haben eben gerade durch Erik schon gelernt, dass natürlich in der Cloud auch Dienste drin sind. Aber der Kerngehalt stimmt. Benutzt man Cloud, dann gibt man quasi die Datenverarbeitung an einen Dritten weiter. Und diese Weitergabe ist zumindest in Europa dann kritisch, wenn die Daten auch noch Personenbezug haben. Denn in Europa kennt man das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das besagt im Prinzip, ich als Individuum entscheide, wer meine Daten wie verarbeitet und ob. Aber bevor wir da hinkommen, kurz zu mir. Vicky Czada, mein Name, Inhaber und Gründer der Kanzlei Czada Law. Ich habe in Mainz studiert und in Frankfurt und Los Angeles in einer Medienrechtskanzlei mein Referendariat gemacht. Ich helfe hilfesuchenden Personen und Unternehmen in Fragen des Gesellschaftsrechts, Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, IT- und Internetrecht, Urheberrecht und Datenschutzrecht. Daneben bin ich Hochschullehrbeauftragter der Fresenius für Medienrecht, wo auch Aspekte des Datenschutzrechts behandelt werden. Und da sind wir heute. Google Cloud und der Datenschutz nach der DSGVO. Man könnte jetzt eigentlich auch Google da vorne wegstreichen, denn diese Grundsätze gelten für alle Cloud-Dienste, die man einsetzt. Also es ist nicht nur bei Google so, sondern auch wenn ich O365 einsetze oder sonstige Cloud-Anbieter benutze, bin ich auch in diesem ganzen Boot mit drin, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Und da gucken wir uns heute an die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts, die grundlegenden Grundsätze für die Datenverarbeitung, dann auch die Grundsätze über die Ermittlung von Daten in Drittstaaten. Daneben, wenn man Dritte einsetzt bei der Datenverarbeitung, hat man immer wieder auch die Problematik der Auftragsverarbeitung. Nicht ich, sondern jemand in meinem Auftrag verarbeitet Daten. Auch da gelten bestimmte Voraussetzungen und in letzter Zeit kamen einige Berufsgeheimnisträger auch auf mich zu und fragten, wie ist es denn, wenn ich die Cloud benutzen möchte? Auch da werde ich mal kurz einen Überblick zu geben. Kommen wir zu der Anwendbarkeit. Anwendbar ist die Datenschutzgrundverordnung, wenn man als ein in der EU tätiger Unternehmer personenbezogene Daten verarbeitet. Da reicht aber schon für den Personenbezug die Identifizierbarkeit schon alleine aus. Das heißt, eine IP-Adresse, worüber die Person zu ermitteln ist, reicht in dem Moment schon aus. Und das Verarbeiten ist schon alleine nach der neuen DSGVO schon das Lesen eines Datums ist schon eine Verarbeitung. Mit dem bloßen Auge zu lesen ist schon eine Verarbeitung. Das heißt, wir sind schon ganz schnell in den weiten Anwendungsbereich der DSGVO. Aber man muss nicht nur ein Unternehmer sein. Eine jüngste Entscheidung des EuGHs in einem Fall, wo eine Privatperson durch die Polizei vernommen wurde und das gefilmt hat und später hochgeladen hat auf YouTube, da ist entschieden worden, auch hier hätte er die Polizei informieren müssen, denn sobald man als Privatperson seinen privaten Bereich verlässt und in die Öffentlichkeit hinausgeht, gelten auch schon die Datenschutzgrundsätze. Das heißt, man ist ganz schnell eigentlich im Boot, sofern man nicht nur Fotos fürs Familienalbum macht. Wenn man also irgendetwas auf Facebook postet und Co., muss man schon eigentlich auch als Privatperson vorsichtig sein. Und natürlich, Identifizierbarkeit reicht aus, aber jedenfalls, wenn der Name im Spiel ist, Geburtstag, Kontaktdaten, dann definitiv. Auch das Schießen von Bildern oder Anfertigen von Videos ist eine Datenverarbeitung und die Person auf dem Video oder auf dem Foto ist erkennbar, sodass auch dort wieder die Identifizierbarkeit gegeben ist. Streng genommen, wenn es dann nicht wieder für den ausschließlichen privaten Gebrauch ist, sondern auch dort im Prinzip eine Veröffentlichung stattfindet, ist man auch wieder in der DSGVO auch als Privater drin. Und YouTube, Facebook, Instagram,
Da bin ich quasi aus meinem viel. Ja, wenn man eine Geburtstagsfeier aufnimmt und das Video wird auf eine CD gespeichert und immer wieder in die CD-Player gespielt oder auf einem USB-Stick und der USB-Stick läuft dann über den Media-Zuhause-Player ab, dann ist es in Ordnung. Aber im Grunde genommen, wenn man da eine Veröffentlichung vornimmt auf diesen ganzen sozialen Medien, ist man schon im Prinzip in den Grundsätzen drin, streng genommen. Und da war oder ist es im Prinzip umstritten, wie es dann mit der Veröffentlichung ist. Es gab vor der DSGVO schon Grundsätze, zum Beispiel wenn man an Demonstrationen teilnimmt, wenn man dort gefilmt wird, dass das halt auch im Zuge einer Berichterstattung natürlich gezeigt werden darf. Diese Grundsätze sollen nach Meinung vieler Rechtsgelehrter weiterhin gelten. Das heißt, es gibt für die Veröffentlichung trotzdem für Journalisten zum Beispiel Ausnahmen, sodass man dort nicht aufklären muss, sondern etwas aufnehmen kann und dann später in Nachrichten zeigen kann. Aber diese Ausnahmen sind stark begrenzt. Und dann gibt es die wesentlichen Grundsätze der DSGVO, die sagt nämlich, eigentlich ist es verboten, Daten zu verarbeiten, es sei denn, es liegen bestimmte Voraussetzungen vor, nämlich als allererstes, informiere bitte den Menschen, wer speichert, welche Daten, zu welchem Zweck, wo, wie lange werden die Daten ins Ausland übertragen, werden die Daten an einen Dritten weitergegeben. Daneben braucht man auch, neben dieser Aufklärung, braucht man auch einen Erlaubnisgrund. Regelmäßig wird man sagen, eine Einwilligung ist natürlich das sicherste Schwert, nachdem man ihn aufgeklärt hat. Nachteil der Einwilligung ist aber, der Einwilligende kann in Zukunft diese Einwilligung widerrufen und dann für die Zukunft darf man seine Daten nicht mehr mit diesen alten Medien oder mit den alten Verfahrensarten verarbeiten, sondern muss das in der Zukunft unterlassen. Das heißt, die Einwilligung ist ein relativ wackeliges Gebilde. In dem Moment, wo der Einwilligende seine Einwilligung widerruft, muss man die Datenverarbeitung aufgeben. Und mit der DSGVO, vorher schon in der Rechtsprechung anerkannt, wurde das überwiegende berechtigte Interesse für die Datenverarbeitung auch in Gesetz gegossen. Sprich, wenn man sozusagen eigene Gründe hat, die sehr berechtigt sind, wie etwa zum Beispiel Kostengründe, Sicherheitsgründe, Verfügbarkeitsgründe, und auf der Gegenseite die Gegenrechte der Personen nicht überwiegen, und das tun sie regelmäßig natürlich dann, wenn man die Daten etwa eventuell von Kindern verarbeitet, wenn man über Krankheiten schreibt, wenn man über Parteizugehörigkeiten schreibt, wenn man über Sexualität schreibt, da wird immer eine Einwilligung vorausgesetzt, weil das eher sensible Daten sind. Dieses berechtigte Interesse ist immer ein Abwägungstatbestand. Das heißt, da muss man im Einzelfall prüfen, ob man im Prinzip in seinem Geschäftsfeld sich auf diesen Erlaubnisgrund berufen kann. Das, denke ich mal, würde durchgehen, wenn man sagt, ich verarbeite nur Kontaktdaten von anderen Unternehmern, Name, Nachname, E-Mail, Firmenadresse, Unternehmen sind keine Personen, deren Daten sind nicht geschützt. Das heißt, da ist es unkritisch, man weiß dann höchstens, dass Peter Müller bei Mercedes arbeitet. Aber das dürfte dann trotzdem noch, denke ich, nach meiner Meinung nach über das berechtigte Interesse abzuwickeln sein. Jedoch auch vorher dort die Aufklärung erforderlich. Daneben sagt die DSGVO Datensparsamkeit, also erhebe nicht mehr Daten, als du brauchst. Speichere die Daten nicht länger, als bis der Zweck es sozusagen zulässt. Du hast Rechenschaftspflichten, das heißt, du musst nachweisen, dass du informiert hast und dass du einen Erlaubnisgrund hast. Und Datensicherheit, das heißt, ich bin auch dafür verantwortlich, dass nicht gehackt wird, dass Daten nicht geleakt werden. Erst in Deutschland der höchste Bußgeldbescheid 80.000 Euro, weil 300.000 Gesundheitsdaten geleakt wurden. Das heißt, die Datensicherheit ist auch da ein großer Punkt. Und der Grundsatz für die Übermittlung von Daten in Drittstaaten, wir haben jetzt mit der Cloud zumindest oftmals die Gegebenheit, dass die Daten nicht nur in Deutschland gespeichert werden oder in der EU, sondern weltweit. Ihr habt ja auch gerade schon von Erik gehört. Google hat sein Netz weltweit verstreut und auch dort gelten besondere Grundsätze. Die DSGVO sagt nämlich, wenn in diesem Drittstaat, also außerhalb der EU, ein gleichwertiges Schutzniveau im Datenschutzrecht besteht, braucht man einen besonderen Erlaubnisgrund. Und ein Erlaubnisgrund ist zum Beispiel ein Abkommen zwischen der EU und jenem Drittland. Und die EU hat zum Beispiel mit USA das EU-US Privacy Shield abgeschlossen, was die transatlantische Übertragung der Daten ermöglicht.
Daneben kennt die DSGVO aber auch den Abschluss von Standardvertragsklauseln, die von der EU-Kommission vorgegeben werden und auch auf der Seite der EU-Kommission herunterzuladen sind. Das heißt, sobald mit einem Land das Privacy Shield besteht oder aber es besteht das Privacy Shield nicht, dann kann ich im Prinzip meinem Unternehmen, das ich gerne einbinden möchte in mein Geschäftsfeld, fragen, hey, hast du denn nicht Lust, die Standardvertragsklauseln der EU mit mir abzuschließen? Dort ist dann halt genau geregelt, was der Unternehmer machen darf und was nicht. Und selbst wenn dann halt so ein Abkommen nicht besteht, kann man über die Standardvertragsklauseln darüber hinweg sich retten. Wichtig ist aber, dass das dann auch geprüft wird. Das heißt, die EU sagt nicht nur einfach das Papier abschließen und dann aber gar nichts mehr machen, sondern man hat trotzdem die Pflicht, dann zu kontrollieren, hey, ist denn der Entwickler in Indien auch wirklich so akkurat, wie er es hier in dem Vertrag zusichert? Und klar, man muss den Betroffenen über die Übertragung der Daten in Drittländer informieren. Das ist, habe ich ja schon eingangs erwähnt. Und ja, Google ist unter dem Privacy Shield zertifiziert und aber auch zum Abschluss von Standardvertragsklauseln bereit, wie auch Erik schon gesagt hat. Und soweit ich weiß, hat Google jetzt auch so eine Art Geofencing vorgenommen. Das heißt, man kann jetzt, glaube ich, bei Google bestimmen, dass man nur noch die Daten in Europa speichert. Stimmt das? Das stimmt. Ja, ich kann festlegen. Ja, das ist richtig. Also die Frage war Datenlokalität. Ich kann als Kunde kann nicht entscheiden, wo die Daten liegen sollen, in Europa, in den USA. Und da bleiben sie auch. Wir werden sie nicht verschieben oder kopieren oder irgendwas. Das ist Entscheidung des Kunden. Genau, also es gibt jetzt wirklich dann so eine Art Geofencing durch Google. Und dann würde man gar nicht in diese Voraussetzungen fallen, denn die Daten werden in der EU gespeichert und nicht aus der EU in einen Drittstaat übertragen. Das heißt, wenn man nicht darauf angewiesen ist, weil man ständig in China und Co. unterwegs ist und keine Latenz haben möchte, dann klickt man das, ich glaube, müsste durch einen Klick gehen, oder? Ja. Okay. Klickt man das an und dann werden die Daten in Europa gespeichert, sodass man aus diesen Grundsätzen hier rausfällt. Und trotzdem aber, wenn man jetzt einen Dritten einsetzt, der Daten für mich verarbeitet, ist man immer wieder in der Auftragsverarbeitung. Und auch für diese Auftragsverarbeitung, das heißt, wenn ich die Daten nicht selbst bei mir verarbeite, sondern noch die Hilfe eines Dritten hinzunehme, auch dort kennt die DSGVO Regularien, leider Gottes, muss man sagen, aber wichtig. Denn Cloud-Dienste ist in der Regel Auftragsverarbeitung, es sei denn, es ist meine eigene Cloud, die ich irgendwo errichtet habe, weil ich sehr viel Geld habe und es mir leisten kann. Und dann wird der Abschluss sogenannter Auftragsverarbeitungsverträge notwendig und der Regelungsinhalt ist halt Einhaltung der DSGVO-Regeln, Bereitstellung von adäquaten technischen und organisatorischen Maßnahmen und dass die Daten nur nach den Weisungen des Verantwortlichen verarbeitet werden. Man muss sich dort auch sogenannte Auditrechte einräumen lassen, dass man halt jederzeit das Recht hat, zur Prüfung vorbeizukommen und man sollte definitiv halt auch eine Freistellung von Schadensersatz bei Datenschutzverstößen in den Verträgen aufnehmen. Und die DSGVO erlaubt es auch, online abzuschließen. Und das ist das, was Google macht. Man kann den Auftragsverarbeitungsvertrag auf Englisch, zumindest in der Admin-Konsole, online abschließen. Die haben sich dort den EU-Klauseln bedient, die die EU selber bereitstellt. Neben den Standardvertragsklauseln, neben den Auftragsverarbeitungsverträgen schließt Google halt auch die Standardvertragsklauseln der EU ab, falls mal das Privacy Shield irgendwann mal aufgehoben werden sollte. Und wir haben vorhin schon die Datensicherheit angesprochen. Google ist divers zertifiziert und jetzt auch seit 2018 nach dem C5-Testat des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik. Das heißt, auch die haben Google im Prinzip die IT-Sicherheit bescheinigt nach deren Maßstäben. Problematisch aber bei Berufsgeheimnisträgern, bei jeglichem Einsatz von Cloud-Lösungen, man ist da quasi mit einem Bein eigentlich schon immer in einem Strafverfahren. Berufsgeheimnisträger sind halt Angehörige Heilberufe wie Ärzte oder Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, aber auch Leute aus dem Schulwesen oder aus dem Eheberatungswesen, jedenfalls wenn man sensible Daten verarbeitet. Und da entstehen dann neben den Pflichten der DSGVO zusätzliche Anforderungen nach § 203 Strafgesetzbuch. Und der fordert insbesondere den Abschluss eines Geheimhaltungsvertrages, wo auch drin festgehalten ist, dass der Vertragspartner, in dem Fall ist zum Beispiel Google oder ein Vertreter von Google, sich dann nach deutschem Recht
strafbar macht. Ob das Google mitgeht, weiß ich nicht. Deswegen mein Tipp, wenn jemand darauf nicht verzichten kann, Entbindung von der Schweigepflicht. Aufklärung, eine transparente, lückenlose Aufklärung und Einholung einer Entbindung der Schweigepflicht, sodass man die Einwilligung des Betroffenen hat. Man braucht sowieso für die Datenverarbeitung von Patienten, weil es Gesundheitsdaten sind, eine Einwilligung. In dem Zuge kann man halt auch darüber aufklären, welche Dienste man einsetzt. Und da sich die Entbindung der Schweigepflicht einholen. Übrigens, wenn man halt als Arzt jetzt aber auch hingeht und nicht Google benutzt, sondern einen Mail-Server bei einem dritten Anbieter benutzt, gelten die gleichen Voraussetzungen. Das heißt, da ist es immer wichtig, dass man auf die Entbindung von der Schweigepflicht achtet, neben der umfassenden Aufklärung. Ja, und weil es der letzte Vortrag war, wollte ich das nicht so lang machen. Deswegen habe ich hier auch mit meine wesentlichen Dinge erzählt. Vielen Dank.